Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch und wir spielen Titanfall die Beta. Ja, heute den 14. habe ich gegen 10 Uhr die Nachricht bekommen. Ja, Maximus, du kannst jetzt loslegen bei Titanfall die Beta anspielen. Und im Vorfeld habe ich ein bisschen rumgeheult. Ja, hoffentlich werde ich dabei sein, weil ich habe ja das Spiel schon Ewigkeiten vorbestellt. Ihr kennt mich, ja. Ich kaufe hier alles im Vorfeld ein und ja, ich bin dabei, ihr seht es ja. Und ich bin so gespannt, was hier abgeht. Und hier ist einer. Zack! Oh, schöner Kick und der nächste! Wow! Wow, ich bin der Botkiller. Ja, auf jeden Fall, das ist hier meine erste Runde. Randommäßig reingespawnt, sage ich jetzt mal so. Gibt es nicht so wie jetzt im Battlefield so ein ja, Battle-Lock, würde ich vorziehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und ja, ich finde es trotzdem ein bisschen traurig, dass die Vorbesteller nicht inbegriffen sind, Titanfall überhaupt von vornherein in der Beta zu spielen, aber sei es drum, ich bin jetzt dabei und ich bin so gespannt, was hier so abgeht. Ich habe ja gestern im Livestream beim Hatzel ja einige Informationen über das Spiel erhalten, wie was die Steuerung war. Das ging fast 2 Stunden, wo ich mitgewirkt habe und dafür nochmal danke, dass ich dich ja unterstützen konnte mit meinem dummes Gelaber. Ihr kennt mich ja, ich laber ein bisschen viel. Nein, da kommt der Erste, nein! Und da hat mich ein richtig menschlicher Gegner umgebracht. Ja, hier laufen noch ein paar Bots rum. Und ja, das ist sowas von hektisch. Ja, es erinnert mich so 80% an Call of Duty und vielleicht 20% an Crysis mit diesen Rumgespringen. Und was machst du hier? Du musst doch einfach nur sterben, du kleiner Bot. Ja, auf jeden Fall, es wirkt sehr vom Spielerischen an Call of Duty. Ja, mit dem Laufen und hier und hu. Und ja, klar, dieses Gespringe ist nicht implementiert von anderen Spielen, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr ausgereift. Und für alle, die jetzt Interesse haben an Titanfall, unten findet ihr natürlich einen Link. Damit unterstützt ihr den Maximus. Nein, das ist falsch mit der Waffe. Da könnt ihr das gerne vorbestellen. Auf jeden Fall der erste Eindruck hier, die ersten paar Minuten, die ich jetzt hier spiele, ist, boah, fuck you all, Alter. Das geht ab wie Schmitz Katze, mal ein bisschen was anderes. Wie es nachher aussieht, die Langzeitmotivation kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Auf jeden Fall spielt man 6 gegen 6 und alles andere wird mit, ja, ich sage es einfach, Bots aufgefüllt. Das macht alles ein bisschen mehr Leben in die Bude. Und da ist hinter mir einer. Wo bist du, du kleiner Zack? Du kriegst einen Frontside-Kick, Mann. Und Mann, ist es ein Trottel. Das war jetzt ein richtiger Gegner. Ich habe 100 Punkte bekommen. Und der hat sich ein bisschen dämlich angestellt, aber naja, sei es drum, ne? No luck, no skill, ich hab's geschafft. Und hier werde ich ihn, zack, eins aufs Fressbrett geben. Ja, wie gesagt, unten seht ihr rechts, dass ich meinen Titan jetzt auswählen kann. Aber erstmal muss ich den hier ein bisschen eliminieren. Ja, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ja, ich hoffe, das wird vielleicht im fertigen Spiel sein. Na, mit Pistole ist ein bisschen blöd, ich werde jetzt meinen Titan auswählen. Und hier, zack. Kann er jetzt kommen? Und ja, wenn wir die ersten paar Sekunden, weil ich bin ja nur randommäßig reingespawnt, also werde ich nicht komplett das ganze Spiel, es ist ja auch bald zu Ende, wie ich sehe, die rote Liste, das sind wir, glaube ich. Und ja, was ich mir wünsche, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein DLC irgendwann gibt oder überhaupt in richtigen Spiel, dass man nur gegen menschliche. Was willst du? Spring doch nicht hier so rum. Du hast doch keine Chance gegen mich. Wow, total geil. Dass man. Naja, man sollte nicht auf seine eigenen Leute schlagen. Nein, dass man Team Deathmatch und nur mit seinen Leuten kämpfen könnte, ohne Titans, wäre nochmal ganz nice. Mal zu sehen. Jetzt setze ich mein Schild ein. Jetzt. Und jetzt kriegst du deinen Sondermüll wieder zurück. Kleiner Affe. Ja, jedenfalls, das würde ich mir vielleicht wünschen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein kostenpflichtiges DLC. Ich denke mal, die werden an einem DLC arbeiten, um zu gucken, wie es überhaupt abläuft, weil man kennt es ja auf Medal of Honor oder Crysis. Da haben sie einen DLC rausgebracht und da haben sie mitgekriegt, dass es nicht so läuft und dann war es das. Ich hoffe, es wird in diesem Spiel nicht so passieren und das ist vielleicht, ja, ein paar DLCs, vielleicht auch ein... Ja, Season Pass. Ja, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, ne? Aber so ist das schon echt Porno. Und jetzt geht's ab. Meine Raketen treffen natürlich nicht so richtig. Wow, hier geht's ab. Und wieder einen richtigen Gegner gekillt. Die wollen jetzt natürlich irgendwo hin. Nee, ich muss weg. Ich muss weg. Scheißegal. Ich will hier ein bisschen Krieg machen. Wow. Und vielleicht kriege ich hier noch einen. Ah, ich will einfach mal einen so richtig schönen Frontside-Kick geben. Obwohl, nein, 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 nein. Ich bin ein bisschen... Boah, fuck you all. Ich habe hier einen Assist für Titanfall, ja, raus hier aus dem Ding. Und den
Spot einfach mal eins aufs Fressbrett geben. Wow, das überfordert mich so ein bisschen, muss ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, komplett überfordert bin. Und ihr seht schon, ja, ich bin Letzter. Warum? Ja, weil ich, ich kann gar nicht mehr spielen. Weil ich ja nur so ins Spiel jetzt reingekommen bin. Ich wollte euch ja die erste Runde nicht vorenthalten. Ja, ihr seht schon, das war meine erste Runde. Ich habe 3 zu 1, kann man doch eigentlich so stehen lassen für die erste Runde. Die anderen waren auch nicht viel besser. Ey, hammergeil, muss ich ehrlich sagen. Bringt ein bisschen Leben ins Spiel oder in das Shooter-Genre. Wie es denn weitergeht mit DLCs etc. Wie das denn, ob das Spiel überhaupt nach Release ein halbes Jahr später noch gespielt wird, das kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Aber für alle auf jeden Fall sehr interessant, kann man sich zulegen. Und hier seht ihr nochmal meine Punkte etc. Ich bin erstmal durch, ja. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.